Wir machen heute mal wieder eine Übung, und zwar aus gemischten Schaltungen die Spannung, Strom- und Widerstandswerte zu ermitteln. Gegeben ist folgendes: diese Schaltung, deswegen habe ich hier bloß einen Pfeil ran gemacht, und ich schreibe jetzt mal in Rot ran, was uns noch fehlt. Also, es fehlt uns U1, es fehlt uns I2, I2 male ich hier in diesem Fall so, es fehlt uns I3. Es fehlt R1. Ne, Moment. R1, ja, wissen wir auch noch nicht. Stimmt. Kann ich rot malen. Ja, R gesamt fehlt noch. I gesamt fehlt noch. Und U gesamt fehlt noch. So, dann gehen wir jetzt mal ran an die Sache. Wir machen eine Übung. Wir werden das schrittweise machen. Wir diskutieren erstmal, was man frei Haus geliefert, was eigentlich gar nicht so schwer ist, was man also ganz leicht bekommt, ohne dass man hier einen Handstand machen muss. Gut, wenn man sich an die Reihenschaltung erinnert, man kann sagen, hier fällt praktisch eine Spannung ab, die dem Widerstand entspricht, und hier auch 4 und 6 Volt. Na prima, dann sind von hier bis hier runter 10 Volt übrig. Und die 10 Volt, die kann ich an U1 messen. Machen wir das mal als gefundenen Wert in grün. Dann habe ich 10 Volt und kann damit schon was tun. Was kann ich hiermit tun? Ich habe hier 0,1 Ampere und 10 Volt. Was kann ich dann mit R1 machen? Jetzt kam natürlich schon wunderbar, R1 lässt sich nämlich ermitteln, U1 durch I1. Ne? R1 können wir also direkt ausrechnen. Ich mache mal ein kleines Pfeilchen hoch. Das ist U1 ist 10 Volt durch 0,1 Ampere, ist wie viel? 10 durch 0,1? Ja, vorsichtig kam 100. Na klar, 100 Volt pro Ampere. Volt durch Ampere, ne? Also sind das 100 Ohm. Oh, schön, dann haben wir hier 100 Ohm. Und hier haben wir nur, was ist eigentlich mit diesen Widerständen? Das machen wir mal nebenbei. R2 und R3 zusammen sind. Sind? R2 und R3 zusammen. Wie viel? Na, logisch. Fünf Ohm. R2, 3 haben wir schon mal. Das sieht man, weil es nämlich eine Reihenschaltung aus zwei Widerständen ist. 5 Ohm haben wir das auch. Wir wissen ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. So viel reinschreiben wie möglich bringt Sicherheit im Erkennen. Ich kann es nur sehen, wenn es da steht. Also schreiben wir ruhig mal 5 Ohm ran, obwohl wir es vielleicht gar nicht brauchen werden. Vielleicht. Was haben wir noch für einen freien Wert, für einen Wert frei Haus geliefert bekommen hier? Na klar, U gesamt ist nämlich auch 10 Volt. Das passt nämlich zusammen. Ich kann also, ob ich das hier nur über R1 den Spannungsmesser anlege oder ich fahre die Leitungen lang, dann kann ich hier auch 10 Volt messen. Ganz genau. Weiß ich I gesamt schon? Höchstwahrscheinlich nicht. Ne? R gesamt? Komme ich an R gesamt ran? Machen wir es mal so. Richtig. R gesamt lässt sich ganz schnell jetzt ausrechnen, weil es ja da steht. Wir haben ja R2 dreimal ganz schnell, so nebenbei im Kopf, geht ja hier auch, ausgerechnet. Diese Formel, die führt uns zu R gesamt. Wenn wir R gesamt, werden wir gleich machen, wenn wir R gesamt ausgerechnet haben, was können wir dann schon ausrechnen? Dann würde hier ein Wert stehen. Was können wir dann machen? Richtig. R gesamt kann man dann nämlich sofort ausrechnen. R ist U durch I. Ne? Das passt dann. R gesamt, dann kann ich I gesamt gleich ausrechnen, wenn ich R gesamt habe. Und wenn ich I gesamt habe, naja gut, machen wir es jetzt mal schrittweise. Das Spannende, bevor man diese Rechnung hier unten anfängt, ist zu überlegen, wie wird der Gesamtwiderstand werden. Ich erinnere nochmal an folgenden Umstand. Wir haben hier Elektronen, die rennen hier los. Jetzt sagen die sich, hurra, das Leichteste ist, da hinten durchzurennen, durch die 5 Ohm. Das geht am allerleichtesten. Es gibt ein paar, die sagen sich, na und, 100 Ohm ist auch nicht so übel. Wir rennen hiermit durch. Das heißt, wenn ich das hier ausrechne, werde ich einen Gesamtwiderstand von knapp unter 5 Ohm bekommen. Denn die haben hier eine kleine Möglichkeit, auch noch mit durchzurennen, die Elektronen, wenn man sich das so vermenschlicht. Und das hatten wir eben auch. Bei der Rechnung kamen unterschiedlichste Werte raus. Der eine hat ein bisschen mehr als 5, der nächste ein bisschen weniger. Dann macht man meistens Fehler hier bei der Einsatzerei. Ich mache mal hier hin. Hier geht es immer weiter. Ich habe das mal waagerecht gemacht. Dann geht es hier weiter. So, also,
ein Hundertstel Ohmtel und hier habe ich dieses ein Fünftel Ohmtel auf 20 Hundertstel Ohmtel erweitert. Man muss gleichnamig machen. Erst jetzt, wenn addiert ist, darf man stürzen und dann kommt irgendwas knapp unter 5 Ohm raus. So, jetzt haben wir 5 Ohm rausgekriegt, R gesamt. Sehr schön, das wollte ich in grün dazu schreiben, also 4, was hatten wir, 761, machen wir 4,8 Ohm draus. So, I gesamt bitte, I gesamt, R ist U durch I, kann man jetzt leicht errechnen. Jetzt haben wir I gesamt schnell mal ausgerechnet. Achtung, hier gibt es eine Klippe. Erstens steht I unter dem Bruchstrich. Ne? Aufpassen, Gesundheit. I steht unter dem Bruchstrich, also mal I. Erstmal den Hauptmangel beseitigen. Hier geht's weiter. R mal I ist U durch R teilen. Okay, das ist alles nicht schlimm. Es geht dann hier unten weiter mit der konkreten Rechnung. I ist U durch R. Wenn ich da einsetze, 10 Volt durch, wir haben mal gesagt 4,8 Ohm. Dann kriege ich I gesamt ist... Volt durch Ohm lässt sich nichts kürzen, ich brauche ja eine Ampere. Aber wir erinnern uns, dass R ist U durch I, also Volt durch Ampere geteilt wird. Ohm heißt Volt pro Ampere, durch ist mal. Deswegen rutscht das Ampere hier oben rauf, die Volts kürzen sich raus. Wir haben 2,083 Ampere rausbekommen. Ich habe mal eine Bitte, rechnet mal nochmal 100 durch 21 und nehmt diesen Wert dafür. Diesen Wert, den genaueren, weil der gefällt mir hier nicht ganz. Ich sage auch gleich warum. Also 2,08 Periode 3 Ampere. Nehmt mal nicht 4,8, wir haben ja durch 4,8 geteilt, sondern 4,761. Also rechnet nochmal diesen Term aus und durch das teilen. So, wir haben es jetzt hingekriegt. Wir haben jetzt nochmal diese 10 Volt durch diese 4,761 tralala und so weiter richtig ausgerechnet. Und jetzt kommt was Vernünftiges raus. Jetzt kann ich nämlich diesen Quatsch hier wegstreichen. Ich sag gleich, warum das Quatsch war. Das muss man sich vorher überlegen, was da passiert. Also, jetzt kommt raus genau 2,1 Ampere. Also hier den konkreten Wert eintragen. Aber da müssen wir uns noch was überlegen, wie man das besser machen kann. So ist es Mist. So holt man sich einen Fehler nach anderen rein. Warum habe ich daran gezweifelt? I gesamt ist 2,1 Ampere. Achso, das wollte ich ja in grün machen. 2,1 Ampere. Schaut mal an, was wir hier für einen Strom haben. Hier. Dann müssen ja wohl die restlichen 2 Ampere hier durchfließen. Warum? So, dann werden wir das nochmal auf die andere Art beweisen. Hier hinten, in diesem Kreis hier. Hier müssen genau 2 Ampere fließen. Wir haben hier 5 Ohm und wir haben insgesamt 10 Volt anliegen. Die 10 Volt liegen hier an und hier hinten über allem auch. Also, mal sehen, ob das geht. Demzufolge nennen wir den I2,3. Wie groß ist I2 und wie groß ist I3, wenn das 2 Ampere hier hinten insgesamt durchfließen? Jetzt kommt die andere Berechnungsmethode. Wir sagen, I2 und I3 ist gleich. Hier die beiden Widerstände, wir wissen, in Reihenschaltung ist der Strom an jeder Stelle gleich. Wir haben 5 Ohm, wir haben 10 Volt. Probieren wir mal aus, ob das geht. R ist U durch I. U durch I. Wir wissen R schon, U schon, I wollen wir, also das übliche I ist dann gleich U durch R. Mal sehen, ob das wirklich stimmt. I2,3, jetzt ganz konkret, muss dann sein 10 Volt durch 5 Volt pro Ampere, ne, Ohm. Jetzt kürzt sich das Volt raus, 10 durch, jetzt passt das. I2,3 muss nämlich ganz genau 2 Ampere sein. Deswegen hatte mir das, dieser Wert von 2,08 und so weiter an der Stelle überhaupt nicht gefallen. Natürlich gibt es mehrere Wege. Wir haben aber diesen Weg jetzt mal genommen, rückwärts zu sagen, hier stimmt was nicht, damit man mal sieht, was passiert, wenn man mit solchen gerundeten Werten einfach weiterrechnet. Wenn ich mit gerundeten Kommawerten und periodischen oder weiß der Kuckuck was, also wenn hier viel nach einem Komma kommt und ich gehe ja nicht mindestens auf 3 Stellen genau ran, dann hole ich mir richtige, schicke Fehler rein. So, für die Praxis sind jetzt die 4,8 Ohm und so weiter alles ausreichend geklärt. Haben wir alles? Gucken wir mal schnell. Haben wir U1? Ja, haben wir. I2? Haben wir. Ach so, haben wir nicht direkt gesagt. Gesundheit.
Aber wir haben gesagt, das sind 2 Ampere und I3 müssen auch 2 Ampere sein. Also haben wir die erledigt. R1 hatten wir, R-Gesamt hatten wir. Jawohl, gut, wir sind durch mit der Aufgabe.